Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu One Armed Robber. Hallihallo. Ja, schön. Lass dich mal ein bisschen streicheln hier. Nee, ich winke. Wie er dir dein Hals streichelt. Ich streichel dir deine Glatze. Bam, bam, bam. Sepp und Jay und ich, wir sind die Robber, wünschen, die theoretisch zwei Arme haben, aber nur einen benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr bei uns schon mal One Armed Cook gesehen habt. Das ist wahrscheinlich nicht ganz unähnlich. Wir können immer nur mit einem Arm arbeiten und müssen diesmal nicht kochen, sondern Geld klauen. Perfect Heist sein. Minimum Take 15.000 müssen wir mitnehmen. Ja, und ich würde mal sagen, wir versuchen es uns natürlich erstmal sneaky. Ja, genau, das basiert auch so ein bisschen darauf, dass alles nicht so super simpel ist. Aber wir können hier unsere Tasche packen. Ich habe mein Täschchen vorbereitet. Ich habe mein Täschchen auch gepackt und wir wollen heute einen Juwelier beklauen. Das sieht aus wie Perfect Heist. Ja, glaube ich, aber aus dem gleichen Item-Shop. Ich muss jetzt diesen Juwelier finden. Aus dem gleichen Item-Shop gekauft. Ja, Leute, lass doch einfach in den Donutladen gehen, da ist viel cooler. Hier sind wieder diese Ratten aus Run-Up, guck, die da auch einen rüberlaufen. Warte mal, kann ich die wieder nehmen? Was sagen? Klau sie. Nee, nein, man kann sie nicht klauen. Das ist ein bisschen unauffällig, wie wir hier mit drei Leuten rumlaufen. Ey, wir können hier vorne einfach ins Fenster rein. Nee, das ist zu laut. Wir wollen den Alarm noch nicht auslösen. Warum? Auf der anderen Seite ist wer? Ja, weil wir sneaky machen wollen, ist ja wohl klar. Ach so, aber kann ich nicht einfach durch die... Oh, Haupttür, nicht gut. Hey, guck mal, also, LJ, kennst du das hier? Können wir hier vielleicht die Kameras ausmachen? Ja, ich kann die Kameras ausmachen. Ach so, Leute, das habe ich vercheckt. Okay. Locked. Du kannst bei den Windows auch gucken, ob eins offen ist quasi. Wir haben einen Alarm, den wir auflösen müssen. Wo kann man das denn machen? Mach mal auf hier schnell! 6! Oh mein fünf, Gott! 4! Ja, dann drei, wieso killst du zwei, den auch einfach? Ich mich angeguckt. Ja, toll, wir haben schon gefailt, Jay. Was war das denn jetzt? Der hat mich angeguckt! Der hat ja, aber in die andere Richtung geguckt! Dann geht man zurück! Nein, der hat sich umgedreht und hat mich angeguckt. Das gibt kein Friendly Fire, scheiße. Er hat mich angeguckt. Toll, ich bin für Vote Neustart. Ja, dann voten wir halt Neustart. Er hat mich angeguckt. Ich stand direkt hinter dir, als kannst du die Ratten töten. Du musst auch voten, Jay, ne? Ach so. Ich glaube, Jay hat heute Unfähigkeitsdrang zum Frühstück genommen. Also, der hat sich umgedreht. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Okay, also wir passen. Wir packen jetzt hier wieder unser Täschchen. Oh Gott. Wo ist mein Täschchen? Ja, hat ein bisschen geflippt hier, als ich meine Tasche gegrabt habe. Das ist deine Tasche wieder. Okay. Und er hat sich wieder umgedreht. Ja, aber dann geh doch einfach weg. Solange wir nicht wissen, wie wir den ausmachen können, sollten wir den auch nicht töten. Ja, das ist richtig. Wir können einfach von der anderen Seite kommen oder dahinter vorbeisneaken. Aha. Und jetzt läuft er wieder zurück. Jetzt haben wir eine Zeit. Ja, guck mal, ich kann doch bis hier laufen. Easy game. Ja, man kommt hier leider nicht. Ich komme hinterher. Und dann warten wir, der läuft ja nur bis hier vorne auf die Kante. Du kannst beobachte gucken. Beobachte ihn von hier aus. Boah, kann man hier darf man ja auch noch sein. Hier muss man sich ja noch nicht verstecken. Hier ist ja noch keine Restricted Area. Er kommt jetzt wieder. Ich lockpicke gleich. Doch, hier ist so. Ja, bei wo ihr seid. Ich bin aber noch nicht so weit wie ihr. Der guckt mich gerade an. Ach so, Jay ist hier bei mir. Ich bin dumm. So, jetzt streckt er und reckt er sich. Und jetzt dreht er wieder weg. Okay, Jay, geh mal. Coast clear, coast clear. Aha. Jiggle, 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 jiggle. Hä? Ist doch voll. Ist viel schwieriger als beim Tutorial. Okay, Jay, du. Jiggle, 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 jiggle. Alter, willst du mich verarschen? Ist es offen? Ja. Okay, nice. Jetzt kommt er wieder, jetzt kommt er wieder. Das Jiggeln war irgendwie schwieriger als beim. Man darf nicht so stark jiggeln, sonst bricht er immer ab. Okay. Oh, das hatte ich beim Tutorial auch nicht. Nicht? Und wenn er sich jetzt wieder umdreht, gehen wir da alle rein? Ja. Der ist weg, ne? Ja, der rennt sich wieder um. Bist du weg. Let's go, let's go. Was sagen? Der ist schon weg. Ja, ich habe meine Tasche schnell geholt. Ich habe aufgemacht. Moment mal. Nee, ich den Schraubenzieher mitnehmen. Ah! Kameras. Scheiße. Mach zu! Alter, wieso macht keiner die Tür zu? Da kommt jetzt jemand wegen der... Wieso habe ich keine Waffe? Ihr müsst ihn jetzt erschießen sofort, der da reinkommt. Kommt doch gar nicht. Kommt der nicht? Doch, klar kommt der. Eine Fragezeichen. Können wir nicht die Kamera einfach kaputt schießen? Nein. Hier jetzt lang. Bestimmt hier lang. Ja, da ist ein Dude drin, ne? Ja, hier ist gar kein Dude. Oh, hier ist schon was zum Klauen. Ich hab schon eine Uhr. Ja, stimmt. Sehr gut. Hier ist nix. Alter, hast du ja... Hinter uns, den Zepp! Schieß ihn ab! Ja, okay. Ich nehm. Hier ist das.
Piep. Ja, kann man jetzt den Aktenvernichter schmeißen. Ist der jetzt eigentlich disabled da? Ich hab den mal in die Ecke geschmissen, ne? Ja, ist gut. Ganz unauffällig. Oh, der hat meine Uhr rausgewickelt. Also hier geht's Richtung Star-Ias. Kann ich sein Handy klauen? Ja, hier ist ja schon der Vault, Jay, ne? Also hier in dem Raum. Ja, und du meinst, die Kamera filmt nicht die ganze Zeit den Vault? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ah. Okay. Meinst du, wir müssen dann weiter? Ja, wir müssen den Du töten. Eventuell, oder? Da geradeaus. Bist du aber auch frech, ne? Ah! Oh Gott, ich werde nicht gerade fast gesehen worden von der Kamera, nein. In welcher Kamera? Ja, von welcher Kamera? Hä, von dem beim Vault. One half brain auch, ey. Alter, was seid ihr so doof? Hier ist der Dude. Da ist noch eine Kamera. Kamera. Können wir den rauslocken? Es sieht aber aus wie kein Wachmann. Ihr habt mal zugemacht. Ich glaube, wir müssen nach oben, um die Kameras auszumachen. Ich überlege gerade nochmal rauszugehen und meine Waffen zu holen, weil ich habe keine Waffen. Peter, brauchst du nicht. Du musst einfach eine Tasche tragen, damit wir... Hier, Peter, ja, okay, trag unser Täschchen. Ja, ich bin der Taschenträger. Let's go. Okay, ich gehe mal oben. Oben ist cool. Mach mal einmal die Tür hier auf. Windows locked. Wir wissen, wo wir sind. Okay. Ach, wir sind im Juwelier drin. Okay. Auf der Seite. Wir brauchen hier oben einen Schraubenschlüssel, weil die Tür ist verschlossen. Ja, habe ich dabei hier im Täschchen. Warte. Nice. Ist da auch die Golduhr bei? Meine Golduhr, ja. Nee. Du hast die falsche Tasche mitgenommen. Das ist meine Tasche. Ja, ich habe Jays Tasche mitgenommen, weil Jay die auch mit aus dem Raum geholt hat. Alter, machst du. Ey. Ist ja krass als bei Skyrim hier. Ich hab's gelockpickt. Oh. Okay, ich mach mal auf. Oh nein. Restricted Area rot. Was heißt denn rot? Ah! Ja, Leute, wo seid ihr hin? Ich versuche die Tasche nochmal neu zu packen. Hier ist nochmal eine Locked Door. Ey, voll schön hier eingerichtet. Ja, wieso fällt denn hier immer alles um? Seid ihr eigentlich dämlich? Deine Mutter ist dämlich. Ey, jetzt halt mal meine Mutter hier aus dem Spiel raus. Ja, ich hab's mein geschafft. Spielstand für 30 Minuten, Sekunden. Ja, okay. 30 Minuten, Alter, wieder schon richtig lang drin. Also ich würde behaupten, hier hinter dieser Tür, da ist der Kameraraum. Ja, muss ich wieder lockpicken, ja? Ja, muss Peter wieder... Oh, ja, schmeiß mich mit deiner Tasche ab. Wo seid ihr jetzt? Ja, ein weiter. Ein Raum weiter. Also war auch echt schwer, Ja, ich musste die ganze Zeit die Tasche packen. Und immerhin schon einen Raum weitergekommen. Was ist denn hier hinter? Ja, wissen wir noch nicht. Wir müssen erst ein Key, also ein Phone-Ding finden, wo wir deaktivieren können. Oh, hier. Da kannst du deaktivieren. Hier kannst du direkt neben der Tür deaktivieren. Wieso kann ich das Ding nicht aufmachen? Kannst du den Strom aufmachen? Den Strom? Nee, kann ich nicht. Ja, weil du fähig bist. Okay. Nee, weil das nicht geht. Bam, bam. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt den Dude erschießen. Ich hab die Waffe, Peter macht auf. Weißt du, dass da einer hinter ist? Ja, ich weiß das. Ey, Sepp ist der Meister, hast du doch gerade gehört. Du hast jetzt hier gerade das Ding hier rausgeworfen. Ich hab das Ding rausgeworfen. Ich hab die Tasche nicht einmal getragen. Du ja, nee, einfach nur durchs Gegenlaufen. Ja, wir brauchen nochmal einen Schraubenzieher, weil hier hinter ist die Kamera. Komme. Also hier, Peter. Da, wo Security natürlich drüber steht. Ah ja, okay. Ist ja wohl easy. Wer nimmt gleich das Telefon und rennt schnell rüber? Du. Wieso ich? Okay. Muss ja alles machen. Stimmt nicht, ich picke gerade das Lock. Ja, Jay erschießt ihn? Ja, du erschießt ihn. Oh, der ist links. Links. Okay. Ich glaube, er ist tot. Guck mal, ich hab das fallen gelassen. 8, 5, 7. Oh mein Gott. Sehr gut, hat funktioniert. Guck mal, wir klauen auch das Telefon, weil iPhones geben Geld. Aber jetzt ist die Kamera nicht mehr das Problem. Ja. Jetzt brauchen wir trotzdem noch einen Zugang. Ja, aber hier ist der Office, Peter. Hier steht groß drüber. Hier ist Schlüssel für den Mond. Na, okay, alles klar. Ich glaube, Jay hat gerade wieder einen Spielsteher. Nee. Also, okay. Guck mal gerade die Kameras an. Okay. Jay braucht einfach ein paar Sekunden im Leben. Er guckt sich die Kameras an. Okay, ja. Okay, machst du wieder auf? Er ist schon gelockpickt. Du musst den dann erschießen und falls da einer ist, muss ich die Dingens holen. Ja, das war aber ein Civilian. Hätten wir nicht töten müssen, aber ich habe das für sinnvoll erachtet. Könnt ihr das Geld mitnehmen? Also wo ist die Tasche? So. Achso, ja, ich hol die Tasche. Oder du holst die Tasche. Einen Job hat er. Oh, da können wir das einfach runterschieben. Was? Das ist so, das backt hier immer so rum. Ja, ich back dir auch gleich einen Fisch. So. Also dieses. Hey, was ist da? Schieß ihn! Sepp, hier ist einer! Alter.
Wo kommt der denn her? Wo ist Jay? Ich bin halt einen Raum weiter. Wo ist Jay? Das ist hier die große Frage. Bin ich schuld? Ja, okay. Ja. Dann bin ich dafür schuld. Ja, nee, aber weil ich nicht bei euch war und den Typen erschossen hat, der bei euch ist. Ja, der ist einfach reingerannt gekommen, der Dude. Also, der muss ja von unten von Jay gekommen sein. Ich weiß ja nicht, wo Jay war. Ja, es gibt doch keinen, also, wir waren doch hier oben überall. Ja, aber der kam halt nicht bei mir vorbei, würde ich sagen. Ja. Hast du die Keycard mitgenommen? Habt ihr alles Geld da rein? Ja, Keycard ist am Start. Hast du die Keycard mitgenommen? Ja. Peter hat die, aber ich habe Jonathan gefragt. Also, ich habe die Keycard, ja. Was hast du denn? Ich weiß doch gar nicht, wo die war, der war doch gar nicht mit uns im Raum. Was willst du eigentlich jetzt von mir? Hinter uns, Polizei! Oh mein Gott, ganz viel Polizei. Ja, nee, ich hatte gedacht, Jay wäre wenigstens schon zum Vault dann runtergegangen mit der Keycard. Nee, der hat sein eigenes Ding irgendwo gemacht. Ich hab einfach nur rumgeguckt aus dem Fenster. Okay. Okay, ich versuche, diese Keycard gerade zu benutzen. Wir haben jetzt Leichen in unserer Tasche drin. Ist das okay? Toiletten gefunden. Menschenfleisch soll eigentlich echt teuer sein am Schwarzmarkt. Wie funktioniert denn diese Keycard? Bitte, musst du einfach nur dagegen halten. Das funktioniert nicht! Okay, lass mal fallen, Peter. Wie das hier aussieht, ey. Ja, steht auch dran, ist rot, Peter. Weil Blut. Ist falsch. Ist die falsche Keycard. Aber wofür ist denn die dann? Ja, vielleicht müssen wir noch was anderes openen. SWAT-Team! Oh Gott! Dann tötet ihn noch. Ja, ich hab keine Waffe! Oh mein Gott! SWAT ist stärker! Er hat Head-Egg. Headache. Können wir jetzt endlich mal unser Geld hier vernünftig einsammeln? Hier können wir auch noch übrigens eine Keycard. Wo ist die Keycard? Vorne. Die liegt an dem Ding, an dem Vault, aber das funktioniert nicht. Wenn gar keine ich überbrücke euch, jetzt den Vault. Nee, Jay hat doch Arbeit. Das gefunden, Peter. Nee, das. Hä? Ich überbrücke gerade die Powerboxes für den Vault. Okay, das geht hier auch nicht. Okay. Jay, du hast wenigstens versucht. Ich mach das doch gerade im Nebenraum, Leute! Könnt ihr mich mal beschützen dabei? Im Nebenraum? Wo im Nebenraum? In dem Hauptraum, da macht man das! Alter! Okay. Die machen einfach gar nichts, Alter, die Gegner! Schießt jetzt an, der unendlich lebt! Na, ich glaube, ich sterb sofort. Peter, wir retten dich doch hier mega gut. Ich kaff mal hier die arme Frau. Leute, wie viele kommen denn hier, ey? Ja. Peter tot? Nein, nee. Ich hab das Ding. Nee, da kam gerade so ein Sound. Ja, weil ich das geshortcircuited hab. Okay. Oh mein Gott, vor mir steht einer, das ist ja gar nicht Jay. Okay. Aber gut, dass wir Difficulty Easy haben. Der geht ja immer noch nicht auf. Ja, Alter, wir hatten nur das Tutorial, Mann. Achso, ja, stimmt. Oh. Hab ich vergessen. Peter. Wir müssen ja nochmal entlocken. Hast recht. Okay. Einfach schön. Also müssen mindestens 15k rausfinden. Ich geh mal in den Hauptraum. Wo war die eigentlich gerade, als ich diese Circuit geschortet habe? Wir haben Leute getötet. Nee, das klang so, als wolltet ihr das gerade auch machen. Nee, da war ein Utility Room und genau. Da konnte man auch so eine Keycard anwenden. Hat noch nicht funktioniert. Ah. Also ich klaue in der Zwischenzeit noch mehr Geld, damit sich das Ganze hier wenigstens gelohnt hat, diese Farce. Ja, aber schieß mal die ganzen Fenster hier kaputt bei dem Juwelier, weil ich kann das ja nicht. Und geht die Rotze nicht auf? Okay. Ja, schade, wir haben keine Keycard. Vielleicht können wir jetzt die Keycard nutzen. Peter, hier ist alles auf. Oh mein Gott, hier kommt wieder ein neues Wort, Leute. Jay, so, neues Wort, Leute. Funktioniert nicht. Oh ja, hallo. Wir haben gar nicht mehr so viel Munition. Viel aus. Ja, die Drop-Munition. Ja, sehr gut. Ich meine das. Okay. Hast du zu Ende gedrillt oder muss man unten auch nochmal drillen? Ich habe beide Seiten gedrillt. Beide Seiten sogar gedrillt. Aber das sieht man das doch dann. Stef hat sogar das Guardphone eingesteckt, ey. Ja, ja, sag ich ja doch. Gesagt. iPhone bringt Kohle. Also die Keycard funktioniert trotzdem nicht, ja? Ich weiß nicht, ob wir woanders noch eine Keycard finden. Ja, doch, beim Utility-Ding ist doch, da konntest du die doch auch dran halten. Ja, aber hat ja auch nicht funktioniert. Auch mit der jetzt? Also nachdem der Strom aus ist? Warte, oben kannst du auch noch irgendwas mit dem elektrischen Ding machen? Das ist zumindest... Mal schauen. Also vorne habe ich jetzt gut, also meine Tasche ist voll. Ah, okay, da, das ist vielleicht eine gute Sache. Ja, das ging vorhin nicht, aber jetzt geht das. Macht auch voll Sinn, dass das vorher nicht ging.
Ja, weil vielleicht das ja elektronisch gesichert war und durch das erste. Okay, Leute, wir sind am Arsch. Alter, das ist viele. Also ich beschütze hier Chris, Peter. Gott, das sind viele. Holy shit. Wird die in der Tür einfach stehen bleiben? Ja, Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich schon. Bitte nicht davor laufen. 10, 10, du, 12. Alter, irgendwie habe ich Aimhack oder sowas. Ich zieh instant auf den. Oh mein Gott, Leute! Ich bin fett am Arsch. Der bist tot? Peter, du machst das. Ja, ja, ich mach einfach weiter. Keine Muni mehr, Leute. Mal gucken. Hier ist übrigens eine Keycard auf dem Boden. Ich bin am Arsch. Hast du die mitgenommen? Ja, die hab ich mitgenommen. Ah, die kommen hoch. Okay. Unter anderem. Kann ich deren Waffen eigentlich? Nee, nur Munition, Peter. Wäre echt voll sinnvoll, Peter, wenn du mal deine Waffen genommen hättest. Alter, wir müssen uns beeilen, hier kommen einfach unendlich viele! Wen rennt er? Die Tür müsste mittlerweile offen sein. Ja, die Tür ist offen! Geht einfach durch? Ist ja fast stealthy. Wohin rennen die? Zu mir wahrscheinlich. Die haben so Lackes offen, die Gegner. Ja, aber, also... Also ich kann gar nichts mehr machen, außer schießen. Ich hole jetzt meine Tasche und dann fackelt. Ja, danke. Ich bin hier der Utility Master, während ihr killt. Ja, machst du super. Hat auch fast heimlich funktioniert hier, ne? Ja. Fuck it, ich gehe jetzt mal meine Tasche wegbringen, die ist voll. So, wir sind jetzt in dem Raum drin, wo richtig die Kohle ist. Ja, hier, ich habe hier ein Säckchen. 5K nur? Was soll das denn? Ja, okay, rechnen wir mal zusammen, was wir dann wohl verdienen, Peter. Wenn also Säckchen die uns Diamonds einfach mal vorne bringen lässt, ja gar alles alleine macht. Das ist ja schmuck. Was sind das, Kerzen? Also das sind eine Ringe. Ah, ich glaube, wir werden abgeschossen. Nee, du hast irgendwie. Das war ich. Ich hatte noch die Pistole in der Hand. Ach komm, Geld. Oh, ein Goldbarren, der ist bestimmt richtig was wert. Er ist richtig was wert. Ja, aktuell. Ich glaube, so langsam ist voll. Uhren sind auch mal. Rolex geht auch mal. Mehr passt. Einmal bitte nochmal schießen. Warte. Eben durchladen. Kann man hier überhaupt sterben in der Anfängermission? Ist das möglich? Ich glaube nicht, oder? Das ist so krank. Das ist ja dumm. Aber hier, zack. Zack. Und noch ein kleines Öhrchen. Verloren. Noch ein Öhrchen. Hier, zack. Das hat aber auch nicht gut gepackt. Oh, ja, da ist Rainer, voll Loch. Zack. Wir haben jetzt genug Geld, theoretisch. Nur für ja, aber wir müssen hier noch... Hier sind noch Necklatzes und so. Necklatzes? Hier Uhren. Ist noch eine Goldwatsch. Nein, warum ist das jetzt weggepackt? Eine Goldwatsch. Mann, Sepp hat einfach die ganzen Eimer raus. Am Arsch, Sepp hat einfach. Das ist weggepackt. Ich hab eine Uhr in der Hand gehabt. Mann, ey. Jetzt hab ich zumindest auch mal. Jetzt kann ich auch mal schießen. Du hast die Waffe geholt. Ja. Ja, ich hab ja den einen Sack schon weggebracht. Die ganzen Donuts sind rausgefallen. Also, One-Arm Cook war schwieriger. Oh, hier, zack. Ja gut, das ist ja auch easy, Difficulty, ne? Zack. So, jetzt haben wir glaube ich, langsam voll. Komm. Zack. Hier ist noch eine Rolex, die du weggeschubbt hast. Hier und so. Hier ist noch eine Rolex, die du umgeschubbt hast. Hier ist noch ein Ring, den du umgeschubbt hast. Ich kann da gar nichts für. Ich hatte eine Rolex in der Hand. Ich habe überhaupt nichts umgeschubbelt. So. Da, hier ist noch ein Diadem. Guck mal hier. Ist das da rein? Nee, ich glaube, wenn du das hältst, dann... Egal, reicht ja. Wir sind reich. Komm hier, Fuffis durch den Club. Zack. Wir sind reich. Aber ich könnte das noch per Hand mitnehmen eigentlich. Nee, ganz unauffällig. Da kommen Gegner, ich dreh um. Aber meinst du, sollte ich machen? Schießen? Ja, kein Problem. Und wir können ja hier vorne noch teilen, oder? Ja. Oh, 26k, Alter. Ja, hatten wir vorher, hast jetzt 64. Hast du halt auf den Boden geworfen, nice. Boah. Ja, wir haben 16 Minuten dafür gebraucht, sind wir Alter, schlecht. Alter, das war aber auch der schlechteste Raid ever. Ja, aber dafür haben wir richtig viel Geld gewonnen, ja. Ja, das stimmt. Sie haben immer die schwierigere Mission. Ja, wirklich, komm, let's go. Aber diesmal bitte, vorsichtig. Aber wir hätten das Geld für... Nee, welches Level sind wir gestiegen, hätten wir neue Sachen wir sind Level bestimmt. Bei. Ja, drei waren, glaube ich, die ersten Sachen. Ich weiß nicht, ob das uns insane in unseren Items geboostet hat. Wo geht denn hier rein? Voll dunkel. Oh, ja. Das ist ein großes Museum. Einfach hinten rum, ne? Ja, hinten rum ist meist immer
Der Eingang. Vielleicht haben die auch einen Hund, einen Wachhund oder so. Damit wir die endlich erschießen können, geil. Wiggle, 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 wiggle. Okay, du wiggelst schon, okay. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, wir haben ja zwei Türen, vielleicht probierst du die andere auch. Ja, weiß ich nicht, wir gucken erstmal dahinter. Ich will dich ja decken, falls was passiert. Vorsicht, Peter! Hä? Die Stark. Oh, wenn das rot war, dann war das nicht gut, ne? Halt mal fest, Sebastian ist ja zum zweiten Mal das ausgelöst. Hat den Alarm? Moment, ich wusste aber. Ach so, ja doch, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Oh mein Gott, ich hab da überhaupt nicht drauf geachtet, ey. Ja, euch vielleicht lässt du mal jemanden vorgehen, der Plan hat. Ja, okay, dann Jay geht vor, jetzt vor. Jonathan. Ich find das gut. Wir unterstützen dich jetzt. Wir brauchen so eine Checkliste eigentlich, wie bei ja, Flugsimulator. Die drei Sachen, die man beachten muss aus dem Tutorial. Ist da nicht rot das Schloss? Der Meisterbandit. Ich dachte, da können wir jetzt hier mal die Lampen ausschießen, damit ich hier nicht komplett offensichtlich hier am Angreifen bin. Ich gehe mal noch auf der anderen Seite ein bisschen weiter und gucke. Rome. Ich deck dich. Hier hinten ist ein Eingang über eine Baustelle, glaube ich. Sieht ein bisschen laggy aus, was da bei dir passiert. Abgejiggelt. Ja, ich glaube, hier kann man über ein Fenster rein. Okay, da ist direkt links ein Bösewicht. Bei mir? Ja, bei dir. Der ist links gerade durch die Tür gelaufen und hat die Tür links zugemacht. Okay. Das heißt, der wird hier die ganze Zeit lang laufen. Nehme ich auch mal stark an. Problem ist, da ist kein dieser... Alarmcheck oder wie auch immer das heißt. Ja, verstehe die Problematik. Ist da nicht. Aber wir müssen hier weiter, oder? Naja, Sepp hat einen alternativen Eingang. Okay, dann gehen wir einen alternativen Eingang. Kann man Fenster kaputt schießen hier? Ja, aber das macht ja einen Alarm. Sicher, wenn da nichts dran steht? Ja. Das wurde uns im Tutorial erklärt. Alter. Hier fliegen über so kleine Kräuterbutterpartikel rum, Peter. Warte, ich muss jetzt tief. Wo ist die Kräuterbutter? Wo ist sie? Hier sind die großen Kräuterbutterpartikel. Ey, Jungs, das ist auch offensichtlich. Wir müssen einfach durch den Haupteingang rein. Ja, wir können ja hier hinten rein. Ich muss kurz die Ratten können. Sepp löst jetzt gleich wieder den Alarm aus. Ja. Kann das sein? Also, ist der jetzt seitdem nochmal durch diese Tür gekommen? Ich weiß irgendwie nicht. Vielleicht patrouilliert der? Ja, in der Regel sollte er das tun. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal hier rein, ne? Was sollen wir sonst machen? Mit keinem anderen Weg. Doch, da ist doch das Ding. Direkt hier links daneben der Tür. Oh, lol, das hatte ich nicht gesehen. Perfekt. Okay, gut zu wissen. Dann mache ich die nächste Tür mal auf, ja? Ja. Oh Gott! Alles klar! Ich ne, machst du. Ich hatte natürlich die Waffe gezogen und habe uns gesaved. Ja. Ich habe ihn mal in die Ecke gelegt. Kann man den in den Müll legen? Fällt der nicht auf. Passt nicht in den Mülleimer. Der passt nicht so ganz, wa? Nee, passt so nicht. Knapp aber vielleicht daneben. Hast du einen Kaffee für den. Hier, guck vielleicht mal. Kann ich ein bisschen was reinlegen. Ey, du musst doch das Handy mitnehmen. Das ist voll viel wert. Handy ist Schmutz, das gibt uns gar nichts. Dann nimm nur Platz weg in unserem geilen Bag, Junge. Okay. Okay, ich lass mal kurz meine Tasche hier und ziele und decke. Geh mal kurz rein. Restricted. Hier ist cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Hier rechts ist direkt, was ist das? Basement. Ich glaube Treppenhaus. Ist locked. Könnte man unlocken. Ist nicht rot. Okay. Da ist ein Garten in der Mitte. Du könntest aber dich vor die Tür stellen und das machen. Hat jemand schon Lockpicks? Ja. Oh, der kommt. Den können wir aber machen, oder? Könnten wir. Jetzt kannst du ihn machen. Der steht mit dem Rücken zu uns. Und dann schnell hin. Der steht aber sehr offen. Oh. Deck dich. Ihr müsst die Leiche mitnehmen. Ja, mach ich. Oh, Peter, das ist nicht so gut. Kann man das nur einmal hier machen? Dran? Oh nein. Jay, mach nochmal. Mach. Klappt dich. Fuck. Das geht, man kann nur einmal pro Dingens machen. Au. Oh, schade. Ja, to restart. Scheiße. Okay. Aber good to know. Da stand nirgends im Tutorial. Ah, Jay hat wieder den Alarm ausgelöst. Also, das ist jetzt echt ätzend, wenn das nur einer ist. Lass doch einen immer mit einem Lockpick rumlaufen, einen immer mit einer Knarre und einen immer mit einer Hand. Ja, aber das bringt trotzdem nichts, wenn wir den einen abknallen und nicht wissen, wo wir dann die Karte hinmachen müssen. Ja, nee, du musst den ja nicht abknallen. Den hätten wir da ja nicht abknallen müssen. Ja, wenn wir ins Bett wollen, nicht. Ja, hab ich. Ich nehme die Hand, wenn du ihn abknallst, dann machst du das trotzdem, okay.
So, jetzt sind wir schon mal Next drin. Up Basement, ja? Ja, brauchen wir einen Schraubenzieher. Hat jemand einen Schraubenzieher? Ja, hol ich. Ja, okay, hab ich. Mach schon mal auf. Jeder nimmt sein Täschchen immer schön mit. Wir können rein, der ist ganz hinten. Schnell. Wiggle. Da ist der Schrei. Komm, da ist ja richtig hinten. Weit weg. Aber der läuft so im Kreis quasi. Also nicht mal hin und her. Hier ist Treppenhaus, hier können wir rein. So, okay. Zack. Let's go rein. Vielleicht müssen wir die Tür zumachen, weil ich glaube, der bleibt hier vorstehen. Ey, guck mal, du hast deinen Drill verloren. Ja. Okay, hier ist so bestimmt eine Kamera irgendwo. So weit waren wir noch nie, ey. Das ist krass. Okay, hier unten ist eine Kamera, da können wir nicht rein. Da können wir nicht rein. Außer die bewegt sich vielleicht. Let's have a look. Gerade kann. Die bewegt sich auf jeden Fall. Okay, dann können wir vielleicht drunter durchhuschen. Die bewegt sich aber schnell, Alter. Kannst du da drunter herlaufen? Ja, denke ich. Weißt du, wer kann man. Oder wiggelt einfach mein Typ und bewegt die sich doch nicht? Doch, die bewegt sich. Jetzt. Ich lauf mal drunter her. Jemand hat hier meine Tasche komplett umgeworfen und alles ist rausgefallen. Ne, glaube ich nicht. Und runter her. Was? Utility können wir nicht rein. Okay, wir brauchen für Utility. Wir können. Hier bringt das überhaupt nichts. Wir brauchen eine Karte. Wir brauchen eine Karte. Problematisch. Wir bleiben einfach hier und Jay regelt das. Ja, ich bin Peter noch auf der anderen Seite der Kamera. Okay, was brauchen wir? Ja, eine Karte für Utility. Okay. Wie komme ich denn jetzt da dran? Wir kommen. Ja, ich denke mal, vielleicht der Gas oder sowas, dass der die dann droppt. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Schraubenzieher. Ich nehme einen Schraubenzieher mit. Ich sehe ihn nicht, wo ist er? Hinten, ganz hinten. Können wir durch. Hier links? Guck mal links an der Tür, Peter. Oh Gott, Kamera! Oh über Gott. Uns. Was? Ja, die geht auf die über Tür, oder? Ist eine Kamera. Ja, über uns ist eine Kamera, richtig. Ah. Aber wir können, glaube ich, trotzdem um die Ecke. Oh, der Guard kommt. Guard kommt. Ich gehe mal in die hintere Tür, dann kann man den, glaube ich, besser beobachten. Ich steche ihn einfach ab. Mann, der ist jetzt ganz hinten. Ah! Alter, habe ich mich erschrocken. Da laufen zwei durch den Raum. Ja, vorne und hinten. Was sagst du? Ist jetzt gerade vor eurer Tür. Der kommt jetzt aber nicht hier rein, ne? Dann müssen wir ihn killen. Aber wir können ja unter der Kamera durch zu der Tür da hinten, ne? Und er geht wieder. Ja, ich hoffe. Das werde ich jetzt auch mal probieren. Mach das mal. Ich nehme mal meine Tasche mit. Ja, was sieht mich denn? Ja, die Kamera. Nee, der Guard. Der Guard guckt zwischendurch auch nochmal hier in die Richtung. What? Von wo? Ah, da. Von rechts. Oh. Aber der läuft doch dann noch weiter nach hinten, oder? Das patrouilliert der immer hier vorne. Jetzt auch. Kamera bewegt sich, Peter. Kamera bewegt sich, aber dürfte dich nicht sehen, glaube ich. Okay, da müssen wir rein. Let's go. Hier ist Strom drin. Stromkasten. Mein Duffelbag nicht mehr. Und da ist eine Kamera. Okay, ich hab ein Duffelbag mit. Wir brauchen eure nicht. Okay. Wie habt ihr den Stromkasten aufgekriegt? Das ging nur ab einem gewissen Zeitpunkt. Also da ist auch eine fiese Kamera, die ganze Zeit hier hinguckt, Peter. Oh. Da oben. Da oben. Mach bloß nicht die Tür zu. Wieso? Ja. Weil da eine fiese Kamera ist, die. Weil hinguckt. Die Kamera uns dann sieht. Naja, die Kamera bewegt sich nicht. Wir müssen wieder zurück. Shit. Sie sieht mich nicht. Ja, doch. Wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann sieht sie dich wieder. Also. Der Garde steht direkt vor der Tür. Bewegt sich die Kamera, ne? Ja, aber nicht viel. Also ich hab's noch nicht geschafft, dass dich da rüberkomme. Du kannst es gerne probieren. Jetzt könnte man. Ja, try. Klappt nicht. Okay, ist der Guard weg? Ja. Okay. Okay, wo müssen wir dann hin? Einmal durch den Raum auf die andere Seite? Ja, es geht ja gar nicht. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Oh mein Gott, hier oben ist ja die Kamera, die uns sieht. Natürlich. Doch, du kannst auf die andere Seite, wenn die Kamera halt nicht dahin guckt, ne? Ich meine, wir haben keinen anderen Move mehr. Wir müssen auch mal diese komischen Dinger finden.
Oh Gott, ich bin am Arsch. Ja, okay. Da ist noch eine Kamera rechts. Ja, wir müssen es ja mal probieren, Junge. Genau, quer durch den Raum rennen. Ja, wir müssen es doch mal probieren. Wir hatten jetzt ja keine bessere Idee. Was? Also die eine Kamera... Du bist einfach losgelaufen, ohne dass wir einen Plan hatten. Doch, ich hatte den Plan, hier einfach durchzulaufen, weil die eine Kamera nicht geguckt hat. Und du hast nicht mit uns besprochen. Doch, ich hab's dir gesagt. Was? Peter? Kein Gegenwehr gekriegt. Also, das habe ich jetzt auch nicht so mitbekommen. Das ist für mich hier zustimmendes Nicken. Aber wenn man in diese Powerboxes kommt, weiß ich tatsächlich immer noch nicht. Muss halt irgendwas, glaube ich, auch. Ja. Also kann halt sein, dass du da irgendwas. Einfach mit Linksklick? Ja. Linksklick drauf und dann ist die aufgegangen. Kannst du das von da aus noch machen? Was? Nee. Das ging weiter, während du weggelaufen bist. Ja, das geht auch jetzt. Das ist ja jetzt kurz geschlossen erstmal und dann läuft das weiter. Das hat Progress. Ich dachte, da muss man die ganze Zeit dabei stehen bleiben. Nee, das Progress. Kann die Kameras, by the way, abschießen, ne? Frage ist halt natürlich, ob das irgendwer merkt. Ja, das merkt bestimmt einer. Das naja, lass das doch mal ausprobieren. Ich wollte auch mal zu Restart hier. Dann kannst du ja mal direkt probieren. Ja. Ja, weil es hier überstürzte Lösung etwas, ja. Ach so. Aber ich war frustriert. Kennt ihr das, wenn ihr im Leben frustriert seid und dann müsst ihr manchmal einfach mit der Brechstange reinrödeln? Und dann wird alles noch viel schlimmer. Manchmal klappt das aber auch. Das sieht übrigens der Guard. Aber wir sind hier nicht mal in der Restricted Area. Was will der von uns? Ja, keine Ahnung. Wenn jemand mit so Säckchen rumläuft und eine Maske auf, dann ist er so unauffällig. Er ist hier nicht. Da kommt er. Er ist weggelaufen. Fuck you. Der ist einfach weggelaufen. Ja, der Colli. Gewandt! Also. Nur weil ihr mich alleine lasst, lacht ihr jetzt. Ich vote dafür, dass Sebastian unseren Rücken deckt. Ich vote dafür, dass ihr einfach mitkommt, wenn wir reingehen. Ja, wir brauchen aber wirklich jemanden, der zwischendurch auch mal nach hinten guckt. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon und dich einfach reinrennt. Hä, also wo wart ihr denn gerade? Ich habe noch meine Tasche gepackt. Ja, wofür? Ja, um die mit reinzunehmen. Soll ja, ich aber Jay hat doch gelockpickt, oder nicht? Was? Hat Jay nicht gelockpickt? Ja, aber ich musste ja trotzdem noch meine Tasche nehmen und wieder mit reinnehmen, weil ich vorher die Waffe gezogen habe, um zu decken. Und dann... Ja, okay. Okay, ich decke ab jetzt hier unseren Rücken. Okay. Wenn Sepp möchte, dass er vorrennt, dann soll er weiter vorrennen. Nee, ich will nicht vorrennen. Ich will, dass mich einer deckt, wenn, also... Du bist jedes Mal vorgerannt und viermal den fucking Alarm gelaufen. Aber ach, du kannst komm, auch weiterlaufen. Maul, dann mach du doch alles alleine. Nee. Okay. Ich mach es doch nicht alleine! Aber ja, du bist alleine gerade in den Alarm gerannt zweimal. Ist okay, Jonathan. Wer steht denn hier jetzt und deckt mich? Hast du einfach deine Munition vergessen? Ich muss doch mal kurz. So. Wer ist jetzt hier wer? Jetzt hier rein. Steht ein Name ich deck leider keiner, Peter. Ja, aber ich würde ihn schnell genug killen. Nee, gerade ist mal direkt umgedreht, Tür zugemacht und war weg. Ich nehme mal dein Säckchen nach, Peter, ne? Ja, hat danke. Man so als stell Nachhut dich, stell dich nicht in die Tür, Peter. Stell dich um die Ecke. Das hat mir gerade... Wurde mir zu Verhängnis. Ich würde uns niemals sehen hier. Aber vorhin, als ich den gekillt habe, stand ich einfach hier. Da hat er die Tür aufgemacht und habe ihm einen Headshot gegeben. Hat's wahrscheinlich auch. Muss halt nur machen. Bei mir hat er instant die Tür wieder zugemacht. Ja, musste machen. Ich hatte halt die Hand in der Hand, weil ich die Tür aufgemacht habe. Ja, genau. Das ist halt dann schwierig. Und ich dachte, da wäre jemand mit einer Pistole hinter mir. Ja, wir sind jetzt vorbereitet auf den. Glaube ich nicht. Er muss nur irgendwann kommen. Hallo? Wollen wir direkt im Basement die Kamera zu killen, bringt uns direkt gar nichts. Direkt die Kamera killen. Und testen. Sonst wirst du es nie wissen. Aber nicht im Basement, sondern die direkt hier bei uns vorne rechts. Wahrscheinlich, oder ein Guard sieht die. Vielleicht sollten wir die wirklich im Basement machen, weil der Guard sieht die dann nicht. Ich glaube eher, also ich tippe mal, dass das halt wie bei Payday sein wird, ne? Ja, wenn die sehen, dass die Kamera kaputt ist, dann... Oder aber es kommt dann jemand zu der Kamera... Gucken, weil der Dude im Security-Room sagt, die ist kaputt. Sag mal, kommt er heute nochmal? Nice. Piep. Wir müssen auf die andere Wache achten.
Ich erwarte. Aber lass doch mal einen Test. Also ich bin dafür, die hier zu testen. Kaputt. Dann teste das. Dann könnten wir links rumlaufen. Er kommt. Ist angepisst. Ja. Ja, er guckt. Ausrufezeichen. Sieht er auf jeden Fall, wie erwartet. Die Frage ist, was macht er jetzt? Ja. Alarm. Okay, alles klar. Arschloch, schießt der auf mich, du Arschloch. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ja, so wird man natürlich auch nie erwischt, wenn man nie was macht, wa? Ja. Na, Peter wird wieder erwischt, ey. Ich find auch Jay ist einfach. Jay versucht einfach uns zu blenden. Wieso nimmst du jetzt meine Tasche? Steht da nicht? Eine feste Aufteilung, ne? Okay. Achso, ich hab jedes Mal eine andere genommen. Eine absolut feste Aufteilung. Gott, ey, was seid ihr denn im Leben? Jetzt nimmst du mir meine Tasche! Also darf ich jetzt doch deine Tasche nehmen, oder was? Alter. Krass aus. Ich glaube, ne, da ist der Drill. Also ich hatte immer die Tasche vorne links. Es muss manche Pfeiler im Leben geben, die einfach immer da sind. Boah. Die einen stützen. Das bringt also nichts. Also die da oben zu killen bringt nichts. Die im Keller zu killen bringt vielleicht, weil da keine Guards vorbeilaufen, aber das bringt uns jetzt noch nichts, weil wir da immer noch diese komischen Dingens verbrauchen. Wir müssen eigentlich müssen wir wissen, wo diese Alarm-Disabler sind. Richtig. Das ist alles. Wir hatten da nicht getroffen schon wieder. War wohl Bram. Ja. Zack. Wo? Hallo. Was ist denn mit der Leiche hier? Zieh doch rein, ja. Ging nicht. Muss man ja Spinat essen. Sag Julius auch ständig. Hä? Kann die Tür aufschießen? Versuch den auf den Stuhl zu setzen, damit das unauffällig ist. Okay. Was machst du damit, Jonathan? Macht. Kannst du jetzt mal vorgehen? Ich und bin auch soll ich vorgehen? Jonathan. Okay, ja. Gehe ich vor. Ja, okay, gehe ich vor. Ey, also okay. Ich hätte eine Idee. Okay, ich gehe vor. Aber ich halte erstmal die Fresse. Also ich könnte ja die Mitte also, sprechen, wir sollten in erster Linie die Alarme suchen. Mhm. Wo auch immer diese da hinten sind, die beiden Guards, die kommen jetzt gerade hier hin. Also wir müssen gleich erstmal zurück. Bis er durch ist. Meinst du die Alarme, die für die Cards von ja. Den Wachen? Ja, die Kartenalarm. Hätte ich gesagt, oder? Ja. Sonst, wenn wir halt wissen, wo die sind, dann können wir damit halt auch agieren. Ja, weil sobald die Guards weg sind, können wir die Kameras ausschalten und können uns dann freier bewegen. Das heißt, wir müssen Augen offen halten nach diesen kleinen grauen Dingern in der Wand. Ja. Yeah. Der Guard ist, by the way, weg. Okay, der ist weg. So, gucken wir doch mal. Sehen wir hier irgendwo so ein kleines graues Ding? Oh, er guckt gerade wieder in unsere Richtung. Seht ihr? Achso, wenn man sich bewegt per Rechtsklick. Ganz komisch. Ja, dann wackelt er so komisch. Ja. Jetzt guckt er nicht mehr in unsere Richtung. So, ich sehe anhand Kamera ich die ganze Wand entlang sehe ich keinen dieser scheiß Dinger. Ah. Ich mach mal Basement auf, okay? Könnte mir einer Deckung geben. Ja. Also einer kann ja noch weiter gucken, aber bevor ich hier gar nichts tue. Ist ja auch im Basement einer. Was wäre denn, wenn wir im Basement die Kamera kaputt schießen? Kommt dann auch der Guard? Wahrscheinlich. Aber wenn, selbst wenn und wir dann nicht wissen, wo wir, jetzt ist er da, wo wir quasi den saven, ja. Dann bringt uns das ja gar nichts. Richtig. Ja, aber die werden, also ich weiß, dass die gehighlightet werden. Das war ja gerade mein Problem, also, ne? Als ich den hier checken wollte, den zweiten. Weil der nicht gehighlightet wurde. Das habe ich halt nicht gesehen so nah, aber die werden natürlich die Wand gehighlightet, die Teile. Also würde man theoretisch das sehen können. Ich hätte einen anderen Vorschlag über die andere. Noch. Ja. Wollen wir mal gucken. Also linksrum ging ja nicht. Da war ja der Raum, der mit der Kamera abgedeckt ist. Haben wir rechtsrum mal unter der Kamera probiert, irgendwo hinzusneaken? Das ist halt, der ist eine ewig lange Wand rechtsrum, ne? Ja, aber vielleicht muss man da einfach entlang sneaken. Warte ein bisschen. Jetzt teilen wir uns hier wieder auf. Naja, das ja, ich wollte nur gucken, wo das Ding ist. Das geht nicht. Du läufst einfach in die Arme vom Guard, ne? So, wie bewegt sich... Oh mein Gott. Ach komm, fuck it, Alter. Wie schnell ist denn die Kamera, bitte? Ja, ich wollte gucken, wie die andere Kamera sich verhält, damit wir das machen können. Weil wir müssen, die Kameras haben ja wahrscheinlich einen Dead Spot.
Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Oder wir müssen halt wirklich diese Toolbox hier kaputt kriegen. Aber wie? Die Kamera da hinten, die ist ja auch... Die erwischt uns ja auch immer direkt. Denkt an die Waffen? Ja. Ja, weiß nicht, braucht ewig. Mach mal Tür auf, Tür zu, vielleicht triggert den das. Mal. Ja. Und jetzt hänge ich hier fest, okay, an der Wand, Peter? Oder was? Willst du mich verarschen? Okay. Ich bin festgebackt. Da hinter der Tür zwei ungefähr in die Richtung werden mir angezeigt. In die Richtung ganz weit entfernt zwei und mehr sehe ich nicht. Da siehst du, dann wissen wir, wo sie sind. Warte mal, man kann das Ding einfach weiter in der Hand halten und man sieht die Dinger immer noch. Oh, sehr gut. Hier hinter der Tür rechts ist direkt einer. Moment, ja, gut, aber da ist halt Alarmtür. Ja, ne? Aber wir haben, ich sehe insgesamt auf der Map noch vier. Vier insgesamt. Also ich würde sagen, einer hängt an der Wand einmal quer durch den ganzen Raum. Quasi ganz andere Seite, andere Ecke. Nice. Eins liegt dazwischen. Und zwar nicht, das sieht nicht so aus, als wäre es an der Wand, sondern als würde es hochkant liegen. Vielleicht ist das auf dem Empfangsdesk. Ja, das kann natürlich sein. Dann werde ich sofort gerne nochmal überprüfen. Ich glaube, er ist weg. Ich traue mich jetzt auch nicht, die linke Maustaste loszulassen. Kannst du checken, ob er kommt? Wiggle ich? Gerade nicht da. Kannst wiggeln. Alter. Also, liegt am Empfangsdesk, aber leider von uns aus gesehen auf der anderen Seite. Wenn ich das richtig sehe. Vielleicht müssen wir den einen einfach töten und dann Sneaky entschärfen. Aber da ist auch eine Kamera, ne? Ja, die Kameras stören halt richtig krass. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir die untere Kamera abschießen. Ja, dann lass das auch mal gerne ausprobieren. Welche untere Kamera? Ach, unten. Im Basement. Ja, dann lass runtergehen. Kommen die dann dahin? Ich kann mir vorstellen, dass dann ein Guard kommt, aber vielleicht auch nicht. Dann können wir den wegknallen. Ja gut, aber du kannst ihn nicht bestätigen. Genau. Indem wir quer darüber die Welt laufen, oder nicht? Dann müssten wir einmal in den Hauptraum rein. Dann knall den hier oben am Treppenhaus ab, damit du nicht so weit laufen musst. Ja, können wir machen. Hast du Kamera kaputt? Ups. Jetzt. Jetzt wird er getriggert? Ja, er kommt. Er kommt. Geht runter. Okay. Und schnell rüber. Komm, ich. Ja, aber wo ist die Kamera? Ja, die Kamera. Oh, hat mich nicht gesehen. Ja, hier rechts vom Gitter. Der andere Guard läuft da. So kann ich das nicht entschärfen. Das hat nicht funktioniert. Ah. Okay. Warum nicht? Weil man nur auf einer Seite stehen darf. Wenn man innen steht, geht's nicht. Man muss es von außen machen. Weil der grüne Punkt unten ist. Okay. Genau. Also wenn ihr hier entschärfen wollt, müsst ihr von der Seite von Sepp und mir das machen. Da, wo Jay steht, hat das bei mir gerade nicht geklappt. Cool. Verstehe. Ja. Wo ist denn der andere Entschärfer? Hier auch? Oh, der wird einem jetzt nicht mehr hiermit angezeigt. Nee. Na, wahrscheinlich, weil halt Alarm durch ist. Denke aber auch. Der wird hier hinter sein und das ist halt gelockt. Ich fürchte auch, dass der dahinter dann ist. Also den kriegst du auch nicht so schnell. Dann bin ich aber dafür, für einen anderen Ansatz. Denn wenn wir die Kamera in dem Power Room kaputt machen, dann haben wir sowohl die Powerbox, die wir deaktivieren können, als auch den Dude ausgeschaltet. Oder? Ist das nicht smarter, als das im Keller zu wasten? Ja, ist ja egal wo. Also können wir ja, nee, dann könnten wir halt diese Security Box da deaktivieren, weißt du? Ich glaube, die ist nämlich für die Alarmtür zuständig und dann könnte man über die andere Tür rein. Ja, die Tür ist zu, aber ist ja egal. Wenn der Alarm nicht angeht. Nee, aber in dem Hauptraum sind zwei Leute, aber nur ein Diffuser. Ach so, das meinst du. Ja, der darf dich halt hinten nicht sehen. Richtig, konntest du das, also du wurdest doch gerade auch nicht gesehen von dem, oder? Ja, das könnte, aber könnte sein, dass das auch sehr viel mit Luck zu tun hat. Das heißt aber auch, wir dürfen nur eine Kamera zerstören, weil wenn wir eine andere Kamera zerstören, kommt ja der andere. Genau, das meinte ich gerade. Wir müssten theoretisch die am Power-Unit kaputt machen. Und den töten, während der quasi auf dem Weg dahin ist. Und nicht, weil da ja die eine Kamera direkt an der Tür so richtig doof ist. Ja, die, wenn du reinkommst, rechts, meinst du? Genau. Nee, links. Die guckt ja auf. Achso, du meinst die links auf der Ecke. Genau, wenn der da stirbt, wo die hinguckt, wäre natürlich doof. Weil da kannst du dir die Karte nicht holen. Das heißt, ja, einer müsste hier im Mittelgang stehen bleiben und den killen, bevor der in den Bereich von der linken Kamera läuft. Ja, der rennt auch am besten in die Mitte, also das kann ich machen.
Nice. Nein. Nein. Komm her, mein Freund. Komm her. Die Kappe nehmen. Ja, jetzt werden die auch nicht mehr angezeigt. Sobald du das Ding einmal auf den Boden legst, verlierst du die Anzeige. Ja. Okay. So, wir dürfen den Dude jetzt nicht triggern durch gesehen werden, sondern müssen den triggern durch die andere Kamera in dem anderen Raum. Ja. Ich guck mal, wo er ist. Ist gerade ganz hinten. Wir könnten ja, rüber. Go for it. Das ging, ne? Dann kannst du die Kamera in dem Raum zerstören. Ja, warte. Seid ihr bereit? Ja. Kaputt. Okay, der liegt ganz kacke. Der liegt richtig kacke. Ja. Jeder Kamera hat einen Body gespawnt, Alter. Die Kamera da auf der Ecke hat ihn halt schon... So eine Scheiße, ey. Hier sind übrigens noch zwei Leute drin. Noch zwei. Ich hab ja so eine Vermutung. Ich glaube, die Kabelbox geht erst auf, nachdem der Alarm an ist. Nee, oder? Ich glaube, der Alarm geht aus, wenn du die Powerboxes deaktivierst. Die brauchen wir gar nicht. Die ist nicht für die Security-Sachen zuständig, sondern für den Alarm. Aber jetzt kommen ja trotzdem die ganze Zeit Polizisten und alles. Ja, weil das Ding noch nicht durch ist mit Alarm kaputt machen. Oben links steht ja, destroy the powerboxes. Wahrscheinlich ja, um den Alarm wieder auszubekommen. Lass mal kurz warten, bis die Powerbox durch ist. Aber das haben wir vorhin auf der Map auch gemacht. Und da weil wir konnten durch... vorhin, konntest du ja auch das nicht aufmachen erst und dann ging das auf. Ja, das ist richtig. Weil ich hab das jetzt auch nicht... Genau, destroy, jetzt ist doch der Alarm aus, oder? Woran machst du das fest? Weil hier sind sehr viele Gegner. Ja, das Wii U, Wii U ist weg. Ja. Das war bei mir schon die ganze Zeit weg. Ja, ja. Hm. Okay, hab keinen Clou. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist das, ich würde auch sagen, nicht die richtige Lösung. Verlockt. Weil das ist, glaube ich, zu schwierig mit den Kameras, oder? Also du kannst ja sowieso keinen Eingang, also das ist ja sowieso irgendwie alles nicht so einfach hier. Also die mittlerweile werden mir hier auf jeden Fall diese Powerboxen angezeigt im 3D-HUD. Ja, da hinten ist auch noch eine Powerbox. Das ist erst seitdem der Alarm ist so. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ja, die kannst du vorher halt nicht benutzen, weil die nur für den Alarm zuständig sind. Aber im Tutorial waren die Powerboxes für den Vault. Und der Vault ist vorhin auch in der Map aufgegangen, erst nachdem wir beide Powerboxen kaputt gemacht haben. Also eigentlich sind die Powerboxen schon für den Vault. Deswegen, es ist einfach nur eine sehr, sehr schwierige Map, sag ich jetzt mal. Ja. Haben wir denn einen Alternativ-Clou gerade? Echt nicht? Hier ist Manager, okay. Wo müssten wir denn hin? Es gibt so wenig Möglichkeiten für die Guards, die wieder auszuschalten, den Alarm. Und der Alarm geht so schnell... an. Hier hinten ist auch eine Powerbox hinter einer Kamera. Da gibt es halt noch irgendwelche Devices, die wir kaufen müssen, weil wir halt Level up. Ja, damit das wo kann ist natürlich denn, sein. Ja, vielleicht auch. Wo ist denn ist der Kamera-Security-Raum? Den haben wir noch nicht gefunden. Hier drin ist die Keycard. Ja. Manager-Office. Ja. Weil auch die, also ich glaube, größtes Ding ist halt die Kameras deaktivieren, weil die gucken halt alle auf diese Powerboxes. Ja, der ist unten. Ja, der ist unten, dafür brauchst du die Keycard. Tipp ich jetzt mal. Ja, da stand doch Utilities, ne? Nicht Security. Keine Ahnung, wie man da unten reinkommt. Welche Keycard waren das, die du da gerade... Versuch die doch sonst mal unten dran zu halten. Zähle ich die Keycard. Ja genau, lass sie doch mal unten dran halten. Tür ist gelockt. Ach du Scheiße. Hm? Ach! Wie die alle hier festhängen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Alter, wie viele Leute sind denn da drin? Ja, was? Das endet nicht! Das
Agility ist hier. Die KI ist geht dumm, nicht. Ne? Geht nicht. Ist doch rot. Aber Utility ist auch nicht Security. Nee, aber Jay meinte die Utility-Karte. Ja, sein könnte, dass da unten die Utility-Karte drin sitzt. Hier hinten ist auch noch eine Powerbox. Ja, aber unten ist. Ich habe doch die Utility-Keycard genommen und unten ist die Utility. Ja, aber wenn ich mich da dran stelle, dann ist das rot. What? Und sie findet mich. So. Jetzt ist zumindest. Jetzt haben wir alle Stromdinger ausgemacht. Und jetzt können wir in das Art Exhibition. Ja, genau. Vielleicht ist die Utility Keycard dann doch noch was für Stealth. Also ich krieg sie auch nicht auf. Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich habe den Security-Raum gefunden. Der ist dahinter. Der war hinter der Art Exhibition. Wie soll man denn hier sneaky reinkommen? Niemals. Außer du hast eine Fähigkeit, weiß nicht, 10 Sekunden die Kamera kaputt zu machen oder so. Ja, oder Glas leise zu zerstören. Ja, also, aber bei... Ich wette, dass es irgendeinen leisen Glasschneider gibt irgendwann. Die wir einfach das noch nicht haben. Ja, weil du kannst hier durch die Tür kommen, das ist aber die, wo der Alarm ist. Ja. Die du am Anfang einmal aufgemacht hast, Sepp, das müsste die sein. Ja. So, das heißt, den Alarm können wir aber nicht, also die Tür können wir nicht aufmachen, ohne den Alarm auszulösen, weil vielleicht gibt es dafür irgendwann eine Fähigkeit. Dann hast du hier unten den Security-Raum, der ist natürlich gelockt, aber whatever. Dann lass doch jetzt hier einfach durchziehen, machen, Geld holen, dann machen wir in der nächsten Folge, versuchen wir eventuell dann nochmal. Ja, lass mal hier nach gucken, dann wie viel, was wir uns noch kaufen können für die Folge vielleicht. Ja. Leave Game. Nein! Ja, doch. Was? Nein, wir wollten jetzt eigentlich diese Map noch durchspielen. Also, nach den Erkenntnissen unserer letzten Runde und einem kurzen Googlen, was man so freischaltet, ist unsere Theorie, dass das Spiel... Es war im Menü. Achso, das war im Menü. Ich hab jetzt keinen Shop nachgeguckt. Ich hab gegoogelt. Bei One-Armed Robber, als ob ich da einen Google-Treffer finde. Über wie man irgendwie was hier aufkriegt. Also, das Spiel scheint eher darauf ausgelegt zu sein, dass man nachher die Sneaky-Tools freischaltet. Motherfucker, ja. Vielleicht erstmal Level steigt, indem man Sachen... Was machst du denn jetzt? Okay, wir gehen richtig ham. Ja, wir können ja einfach durch die... Stimmt, wir können ja auch durch die Fenster einsteigen. Marsch, ey, guck mal, alle auf Schnauze jetzt hier. Ich mach das hier noch sneaky. Aber man kommt nicht durchs Fenster durch, aber das ist ja belastend. Ja, ich wollte trotzdem Headshot geben. Ein Ficker. Mann, ich komm nicht an meine... Warum bin ich trotzdem den Drill? Ist das für eine verbackte Scheiße? Ich mach dir das mal, Jane. Mach mal. Kannst du mir vielleicht kurz Rückendeckung geben, wenn ich geschossen werde? Ja, ich knall die alle weg hier. Könnt ihr hinten einfach rein? Ach, ihr seid da rein, okay. Das macht doch mehr Sinn. Ach, das ist powerlocked hier auch noch die Tür. Ja. Das heißt, solange Power on ist, können wir da nicht durch. I try my very best. Da kommen schon ein paar Homies. Powerlock ist on the way. Verbuggt. Aber die hast du nicht aufgemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die aufgemacht haben. Ich habe jetzt gerade die Theorie, dass diese Powerlock-Sachen nur passieren, wenn man überhaupt schießt. Aber das kann natürlich sein, dass sie es einschließen dann. Sobald quasi der Alarm an ist. Deswegen tauchen auch erst die Powerboxes auf. Ja, damit du das wieder entlocken kannst. Oh mein Gott, das heißt, der Sneaky-Mode hierfür ist quasi einfach nur hier zu locken. Oh mein Gott. Powerlocked. Ja, genau. Jetzt müssen wir halt nach und nach die Powerboxes machen und so lange überleben. Das sind quasi zwei Stränge, die hier passieren. Und wir haben uns jetzt gerade für den Action-Strang entschieden, wodurch diese Power-Dinger überhaupt erst relevant wurden. Vorher sind die für uns komplett irrelevant. True. Vorher hätten wir quasi Art Exhibit einfach heimlich aufschließen können, wenn wir uns bis hierhin geschafft hätten. Ja. Es sind so viele Gegner gerade. Ich bin knallrot. Ich gleich down gehe. Ja, schämst du dich? Ja, ich schäme mich vor und ich bin tot. Was? Tatsächlich. Uff. Hinter dir. Hinter dir. Selbst hinter dir. Sagen, ne? Hinter dir. Versuch. Okay, danke.
Drill, 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 drill. Also wir sind aber auch schon die Captain Obvious Einbrecher, ey. Ja, aber so sind ja auch die besseren Actionfilme. Ja, stimmt. Also Ocean's 11 lief ja auch so, ne? Cables are burning. Und ich glaube, wenn die durch ist, dann haben wir denn hier schon normal gelockpickt? Ja, habe ich schon. Okay. Wir brauchen noch eine dritte Tasche. Ja, stimmt. Nein, du gehst jetzt nicht dahin, Junge. Boah, ich krieg aber auch echt Damage. Ah. Okay, mach mal man hat Aim-Hack in dem Spiel. Was? Wenn du Rechtsklick machst, jetzt zieht der direkt immer auf den Kopf. Wow. Was seid denn ihr? Wir klauen gerade Kunst. Ah, ich sehe es. Nein? Hey! Oh mein Gott. Gesundheit. Alter, hab ich voll. Du hast ja die nackte Frau verloren. Ja, irgendwie will die nicht in meinen. Oh, Katzen. Was ist das denn? Da können wir ja nicht mehr als eine Sache da reinmachen. Nö, mehr geht schon. Ja, vielleicht ist die richtig was wert. Alter, sind das viele! So, ich habe drei Sachen in meiner Tasche drin. Okay, das ist aber auch wirklich ein bisschen großer Teil. Ja, oder? Vielleicht liegt man das am Ende oben drauf, weil wenn das oben drauf liegt, ist es okay, das wird mittransportiert. Okay. Okay, es backt jetzt. Dann haben wir jetzt ja volle Taschen, oder? Ne, wir haben noch hier einen zweiten Raum, theoretisch. Ja, komm, das ist die Mona Lisa. Ja, stimmt. Warte, haben wir noch einen Drill? Klauen. Wir gucken mal, wie viel Geld das ist, oder? Haben wir noch einen Drill? Boah, die Mona Lisa wird schon hier cool. Ist ein Drill. Einfach im Louvre mit AK und mit M4 eingebrochen. Wie man das halt so gut macht. Let's do it. Was hat der denn? Da war ja ein Schlüssel. Oder muss ich das nochmal lockpicken? Kannst du die einfach kaputt schießen? Ja, so nämlich. Alter, du kannst doch nicht einfach die Mona Lisa abschießen. Nein, ich hab nur das Glas weggeschossen. Ja, warte mal. Kannst du mal verpissen, Junge? Du bist diese verfickte Tasche wieder hingeflogen, Alter. Hier, bei mir. Okay. Von oben schießt er einen? Okay. Mona Lisa. Zack. Okay, Jay. Ich gehe jetzt mit der Mona Lisa raus. Hast du die auch noch wirklich bei dir da reingetan? Ja, natürlich. Hier schön in die Tasche. Oh, vielleicht muss einer ein bisschen protecten. Ich weiß nicht. Aber ich bin gerade einfach durchgerannt. Es passt halt einfach alles da nicht rein. Das passt halt wirklich nicht. Ist mega gut, die Mona Lisa passt ja insane in diese Tasche. Also, das ist auch gar nicht awkward. Ja, damit der deswegen golden. Ja, okay. Nee, das hat sich nicht gelohnt mit der Mona. Ja, okay, ich habe zwei Sachen, let's go. Ich hatte ja schon einmal die Tasche gebracht, also es reicht auf jeden Fall. Ja, guck mal, die Mona Lisa gibt 50k oder so. Die bringt richtig viel. Oh, warte mal, hier sind noch Gegner, wieso kommen die jetzt hier hin? Können wir auch zu unserem Escape-Vehicle, weiß ich auch nicht, wirklich, wie die sich das erlauben können. Boah, 80.000, Junge. 89.000, let's go. Rich, ey. Insane. Boah, Level damit, Progress geht richtig ab. Boah, fast ein Level, Mann. Da muss ich ja nur noch. Jetzt musst du ja nur noch diese 14 Mal machen, damit du vernünftig hier safe durchgehen kannst. Mensch. Wo siehst du die denn überhaupt in Game? Mit dem Shop. Und dann noch Tools. Ah, natürlich Tools. Ja, okay, alles klar. Also, Payday 3 war auf der Liste meiner Flop-Spiele letztes Jahr, ja? Also kacke ist es nicht, das aber ist schlechter nicht als gut. Payday 3. Natürlich ist das schlechter als Payday 3. Also Run-Up Cook war wenigstens noch halbwegs besser. Aber das ist kostenlos ja hier komplett und da darf man jetzt nicht drüber meckern, Leute. Ja, das ist kostenlos, das stimmt. Aber Fortnite ist auch kostenlos. Das war auch lustig ein bisschen. Aber wir haben 168.000 Euro Dollar gemacht innerhalb kürzester Zeit. Also quasi wie unser Leben. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, tschüss, euch auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein.